Herzlich willkommen im neuen Video im schönen Königstein. Und es geht heute darum, wie verpacke ich eine Pflanze schön oder wie dekoriere ich die schön, dass die richtig toll als Geschenk aussieht. Schöne Pflanzen sind ja schon toll, aber wenn die in dem normalen Topf stehen, sind die natürlich nicht so besonders. Aber da gibt es so ein paar Tricks, die verrate ich heute. Und dazu fange ich jetzt erstmal in meinem Hof an. Da muss ich gleich mal die Kamera umdrehen. Sonst seht ihr ja gar nicht, was ich meine, sonst seht ihr nur mich. Ihr Lieben, es ist so ein schöner Sommertag und es macht immer total Spaß, Blumen und Pflanzen zu schenken. Und ich hatte heute auch ganz lieben Besuch aus Sachsen, eine YouTuberin. Vielen, vielen Dank für den Besuch, es hat total Spaß gemacht. Und ich habe ihr hier auch gezeigt, was wir hier für schöne, ja, so Pflanzen, die wir immer gebrauchen können. Wir haben hier einen tollen Chinaschilf gepflanzt und Wir haben hier immer ein bisschen Grünzeug, haben Birkenstämme zum Dekorieren und es ist jetzt Nachmittag. Der Laden ist geschlossen vorne. Es kommen jetzt auch keine Kunden mehr. Ich kann in Ruhe drehen und es ist ja immer schön, wenn man eine tolle Pflanze schenkt. Ja, hier so eine schöne Dipladenia oder einfach eine schöne Topfpflanze. Aber das Problem daran ist immer, dass dieser Plastiktopf eigentlich nicht so schick aussieht. Ja, und jetzt gehe ich mal hier rüber zu meinen Engelstrompeten. Es gibt übrigens noch Engelstrompeten, aber das sind jetzt tatsächlich die letzten. Und man sieht auch, ich habe die hier in so große Unterteller gestellt, damit die gut Wasser bekommen. Und da werden die auch schön gewässert, gedüngt. Hier ist meine Mutterpflanze, von der wir immer die Stecklinge machen. Und hier gibt es auch noch welche. Also das sind jetzt alles Pflanzen, die ich tatsächlich trotz des fortgeschrittenen Wachstums, ich würde euch die für 15 Euro je Pflanze verschicken und plus 7 Euro Porto, also 22 Euro. Und guckt mal, wie schön die treiben, ja, wie toll die spitzeln. Und dieses knackige Grün, das dunkle Grün ist immer gut. Und wenn die mal so ein bisschen heller werden, das heißt, die hätten gern wieder mehr Dünger. Sie setzen noch keine Knospen an, aber das kommt noch. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine mit rein und dann zeige ich euch, wie ihr die auch ganz toll als Geschenk dekorieren könnt. Also diese großen Töpfe, die kann ich natürlich nicht verschicken. Die sind so ein bisschen sehr groß. Aber die Töpfe, die ein bisschen kleiner sind, ist überhaupt kein Problem auf dem Postweg. Und das haben mir alle auch gesagt, Margit, die sind wunderbar angekommen. Es war kein Blättchen gekrümmt. Also wir gehen mal rein und dann gibt es mehr Info dazu. So, zurück in meiner geliebten Werkstatt. Aber bevor wir uns jetzt dran machen, diese Pflanze hier, schenk schön ist immer mein Begriff dazu, schenk schön zu machen, komme ich doch nochmal zum Videothema der letzten Woche zurück. Und da muss ich euch nochmal zeigen, da habe ich euch diese schönen Kästen, diese wunderschönen Weiden, nee, nicht Kästen, diese wunderschönen Weidenkörbe mit Metallbügel habe ich euch zum Versand angeboten auch. In klein, in groß. Die sind jetzt mit Folie ausgeschlagen in zwei Längen, Breiten, wie immer man das auch nennt. Ja, und das war jetzt natürlich der absolute Knaller. Oh, das kostet ein bisschen Muskelkraft. Hier habe ich jetzt einen länglichen Weidenkorb, der mit einem Balkonkasteneinsatz, also mit diesem Kunststoffkasten innen drin im Weidenkorb, den habe ich euch auch zum Versand angeboten, natürlich ohne Pflanzen. Den hier gibt es auch, aber nur zur persönlichen Abholung, falls jemand im Frankfurter Raum ist und einen Ausflug machen möchte nach Königstein. Feel free, alle willkommen. Ich freue mich auf euren Besuch. Aber auf jeden Fall diesen Weidenkorb mit Kasteneinsatz, den verschicke ich euch und der ist hier so schön zum Aufhängen. Ja, hier sieht man die Aufhängung mit
mit verstellbaren Bügeln. Also hier ist eine Schraube. Und hier sieht man, da kann man also schön die Länge justieren, ja, wie lang man es braucht. Und diesen tollen Kasten, den verschicke ich euch für 45 Euro samt Metallgestänge, Einsatz, also Tutti, Kompletti, einmal das Set. Und für diese wunderbare Pflanzfreude, ich bin total gespannt. Und ja, wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, dann haben wahrscheinlich die ersten eh schon bestellt. Und dann geht schon die, im wahrsten Sinne, geht dann wahrscheinlich bei mir schon die Post ab. Die Post geht hier öfters ab. Und ich habe ja schon Zeiten gehabt, da habe ich ganze Wagenladungen an Kisten versendet. Und ich bin auch bestens bewaffnet mit Kisten zum Versenden. Ich verpacke gern, wie einige von euch wissen. Und es wissen auch Leute, die mich kennen, wissen auch ganz gut, dass ich das oft gebrauchen kann. Und ich komme also manchmal in Großmarkt und dann sagen sie, Margit, ich habe da wieder ganz viel Noppenfolie. Brauchst du die, weil du wieder Sachen versenden musst? Dann sage ich immer, ja, nehme ich, super, nehme ich. Und es wird also so vieles recycelt. Ich kaufe keine Noppenfolie. Ich kaufe auch das Verpackungsmaterial nicht. Ich recycle das, ich benutze das wieder. Und ich finde, das ist einfach toll, wenn man die Sachen immer wieder verwenden kann. Ja, also hier haben wir jetzt die Engelstrompete. Engelstrompeten haben ja auch, ja, erzähle ich euch gleich, wenn ich klebe, was dazu. Jetzt machen wir erst den Topf. Ja, also ich habe hier, das sind getrocknete Bananenblätter und die sind so getrocknet und gekalkt. Ist also sehr, sehr schön in dem Weiß. War meine Idee, ich könnte die ja an den Topf hier ankleben. Ich finde sie fast ein bisschen lang. Ich würde sie einen Tick kürzer schneiden und dann könnte ich ja diese getrockneten Bananenblätter einfach an meinen Topf kleben. So, die lassen sich also, die sind so weich. Ich habe aus denen schon Adventskränze gemacht. Wir dekorieren da jetzt manchmal Töpfe. Also die sind sehr multifunktional einsetzbar. Und es ist also auch ein tolles Naturmaterial. So, da schneide ich mir ein paar. Einfach zusammenlegen und dann schon mal alles auf eine Länge schneiden. Und da habe ich beschlossen, es ist immer noch ein bisschen lang. Ich kann immer noch ein Stück kürzen. Und wenn man also alle auf einmal nimmt zum Kürzen, dann macht es natürlich deutlich weniger Arbeit, wie wenn ich jetzt jedes Mal das Blatt wieder einzeln da dran halte und überlege, welche Höhe. Und so ist es eigentlich von der Höhe her sehr schön. Ich brauche auf jeden Fall Heißkleber. Ja, einen Heißkleber. Es gibt manche von euch, die wollen nicht kleben. Die können auch gern ein doppelseitiges Klebeband nehmen und können das mit doppelseitigem Klebeband dran machen. Also da führen sicherlich viele Wege nach Rom. Heißkleber macht natürlich die Sache leicht und geht sehr schnell. Das ist für uns natürlich ein Vorteil, weil unsere Arbeitszeit hat auch ihren Wert. Und wir brauchen jetzt nicht einen extra Topf. Wir verwenden natürlich die Töpfe, in denen sie gezogen wurden. Und falls die Empfängerin diese Engelstrompete in den größeren Topf umsetzt, was vermutlich bei Engelstrompeten eh der Fall sein wird, weil die wachsen relativ schnell. Und je größer der Topf ist, desto mehr Platz nehmen die sich. Das finden die total klasse. Übrigens, die ganzen Artikel, so wie Draht oder jetzt auch Heißkleber, Heißklebepistole, Heißklebesticks, bekommt ihr bei Floristik24. Die haben, wie ich finde, die besten Preise für Floristikartikel. Und ich finde auch, die haben wirklich alles da, was man braucht. Ich finde das total klasse und ich muss sagen, ich habe auch schon des Öfteren, ich habe trotz meines Großmarkt, trotz meiner Verfügbarkeit vom Großmarkt, habe ich auch schon ab und zu Sachen bestellt bei Floristik24, weil die einfach schön sind. Und es gibt tatsächlich wenig Versandhäuser, es gibt welche für Bastelbedarf, aber es gibt für Floristikbedarf nicht so viele.
habe ich irgendwie festgestellt, weil ich habe sehr lange suchen müssen, um Floristik 24 zu finden. Und das hat sich jetzt auch als ganz toller Partner erwiesen, dass ich euch einfach zeigen kann, wo ihr die Materialien herbekommt. Ihr könnt die in 15 Ländern bestellen. Das heißt also, es ist nicht nur Deutschland. Ja, es ist natürlich Österreich, Schweiz, aber es sind ganz viele andere Länder auch. Könnt ihr von überall bestellen. Und ihr habt einen Rabattcode, Margit, für 10% Fanrabatt. Die habe ich extra für euch ausgehandelt. Und das ist natürlich auch super. Und manche fragen dann, wow, wo gebe ich denn diesen Rabattcode ein? Den gebt ihr unter dem Warenkorb, ist noch so ein Kästchen. Da gebt ihr den ein und dann werden 10% abgezogen. Das ist doch auch eigentlich eine coole Geschichte, wenn man dann so einen schönen Rabatt bekommt. So, das ist schon mal jetzt meine Engelstrompete. Das finde ich jetzt eigentlich schon mal ganz, ganz schön. Ja, dann gab es natürlich noch... Also ich würde Engelstrompeten nicht essen. Ja? Es gibt viele Pflanzen, die giftig sind. Kirschlorbeer ist giftig und Efeu ist giftig. Und es gibt ganz, ganz viele giftige Pflanzen. Natürlich Eibe, ja, wo leider Gottes auch schon ein Pferd verstorben ist in dem Stall, wo ich geritten bin. Aber Engelstrompeten sind auch giftig, aber sie kommen nicht auf meinen Esstisch. Und ich glaube, wenn man dann einfach... bei vielen Giftpflanzen einfach mal die Hände waschen und nicht gerade jetzt anfassen und dann, sag ich mal, die Finger, was weiß ich, wohin stecken. Ja, ich wollte jetzt nicht gerade sagen, in die Nase oder sonst wo. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch, gehe ich mit den Pflanzen immer um und es ist mir noch nie was passiert. Aber bei Engelstrompeten denkt jeder zuerst daran. Ich weiß nicht warum, ja. Aber sie sind halt traumhaft mit diesen tollen Blüten, weil die Blüten, die sind ja wirklich so lang und duften in den Abendstunden und färben sich so toll aus. Und tatsächlich blühen sie bis zu 3-mal im Jahr, was natürlich wunderschön ist. Und deswegen, ich züchte sie sehr gerne, meine Kunden lieben sie. Und ich deswegen jetzt habe ich jetzt auch noch so diese überlegt, so, ach, was könnten wir denn Schönes machen, dass wenn jemand sagt, oh, ich würde gerne noch eine Engelstrompete bestellen, ihr habt gesehen, was noch da ist, first come, first serve, wenn die weg sind, sind sie weg, wie man die eben schön dekorieren kann. Das heißt, ich habe einfach nur diese getrockneten, gekalkten Bananenblätter genommen und habe jetzt hier so ein Jute-Strick habe ich noch gefunden und habe gedacht, ach, schön, vielleicht hat jemand sowas so von den Gartenarbeiten noch irgendwo. Und ich mag es immer so, wenn es so natürlich aussieht. Und ich nehme jetzt einfach nur diesen Jute-Strick und knote den nochmal um die Bananenblätter. Und damit sind die auch sehr, sehr schön fixiert. Und ich finde, das ist jetzt das sieht jetzt richtig schön aus. Und ich habe noch ein Detail. Ich bin ja immer für Natur und die Deko, die mache ich auch am liebsten mit Natur. Und hier habe ich die Mühlenbeckia. Die gibt es auch bei Floristik 24. Das sind also so Rebstränge sind das. Ja, Mühlenbeckia gibt es ja auch in frisch im Topf. Also das ist tatsächlich auch eine Pflanze, wo das herkommt. Ja. Und die sind jetzt ein bisschen borstig. Ich muss jetzt einmal hergehen und muss diesen Strang gewaltsam. Boah, ich mache das auf dem Boden, sorry. Weil sonst kriege ich nicht das raus, was ich raus will. Na super, genau. Also, wenn man diesen Rebstrang mit Gewalt auseinanderrupft, dann kriegt man also hier dieses schöne Rebmaterial. Bekommt ihr auch bei Floristik 24 und ihr bekommt es auch schon als Strang geschickt, wenn ihr wollt. Ich mache bei meiner Engelstrompete ganz gern unten ein paar Blätter ab. Ich finde, dass man dann den Topf schöner sieht und dass ich sie auch besser dekorieren kann. Ich mache einfach dieses Rebmaterial rein. Also der Topf wirkt, also diese Topfdeko wirkt natürlich umso mehr, je höher der Stamm ist bei so einer Pflanze. Ja, aber wenn man das jetzt so macht, dann... Hier, das ist jetzt hier das Rebmaterial, so ist also das Erdreich schön bedeckt. Dann ist das doch jetzt so ein richtig schönes Geschenk. Würde ich euch so auch versenden, wenn ihr wollt. Ja, ich würde
Was nehme ich denn? Ich bin immer so am Überlegen. Also wenn ich euch die so verschicke, so dekoriert, mit allem, mit Rebmaterial, würde ich sagen, dann sage ich jetzt einfach für 24 € plus Porto. Nackig kostet sie 15 € plus Porto. Genau, das ist jetzt mal so. Und zum Beweis, dass es je höher das Stämmchen, desto schöner wirkt es. Das natürlich habe ich noch einen kleinen Beweis, weil eine Kundin von mir hat ein Feigenbäumchen bestellt. Und jetzt habt ihr also so hier den großen Bruder zu meiner kleinen Engelstrompete. Und das ist jetzt zu einem Geburtstag. Und hier sind die Feigen. Moment, muss ich mal zeigen, ob man sieht. Ah ja, hier sieht man die Feigen, die Früchte, also alle dran. Und hier sieht man sieht auch sehr schön den Hochstamm, wenn man die Karte hier wegmacht. Ja, aber wir haben hier eine sehr, sehr schöne Karte, die ich euch auch mit, falls ihr sagt, oh ja, ich möchte auch die Karte, also die habe ich noch viermal im Laden, aber die würde ich auch verschicken. Da steht drauf Hugs and Kisses. Ja, und die ist so richtig wie so Karton, ganz, ganz fest. Und das Besondere an der Karte ist, da habe ich jetzt schon beschriftet, die hat hier diesen Aufsteller dran. Das heißt, ich kann die nehmen und kann die dann so hinstellen. Und in dem Fall habe ich sie hier, weil die so fest ist und so schön, habe ich sie einfach hier mit reingestellt in mein Hochstämmchen. Ach, und was wir hier auch noch gemacht haben, das sind immer so die kleinen Details, die man dann sieht. Wir haben hier ein paar Steine mit reingemacht. Und das sieht sehr, sehr natürlich aus, weil Steine sind ja auch in der Natur so schön auf dem Boden. Also schöne, große, ja, na, schöne Naturfarbe, also in diesem Grauton, zwei Steine mit rein. Und schon ist die Feige auch das perfekte Geschenk, genauso wie es auch die Engelstrompete sein kann. Ja, also das war jetzt für heute. Topfpflanzendeko auf die Schnelle und sehr wirkungsvoll und einfach hübsch zum Schenken. Mit ja, dem Versandangebot von Engelstrompeten und Karten. Ja, für heute. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und würde mich wie immer total freuen, wenn ihr schreibt, wie ihr diese Idee fandet. Gerne auch Anregungen, was ihr mal ganz sehen würdet von mir. Bin ich natürlich immer offen und habe schon einiges aufgenommen. Und auch aus den Kommentaren gibt es immer so schöne Antworten oder auch Fragen, die ich natürlich dann gern mitnehme oder auch im nächsten Video wieder dazu was erzähle. Also ich lebe auch von euren Anregungen und ich freue mich total darüber. Macht's gut und habt viel Spaß beim Nachmachen, beim Schenken und ich wünsche euch ein wunderschönes Sommerwochenende. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!